Servus und Hallihallo, Moin. Moin, Moin ist Schnacken und da bist du aus Bayern sowieso schon raus. Was sagt man jetzt wirklich in Berlin? Jetzt Hallo? Guten Morgen. Einfach nur Hallo, oder? Reicht so? Hi, Tachchen. Meine Floskeln sind bekannt. Ich streife ja so durch die Lande und gestern war ich beim Holzhacken bei euch, wobei ich natürlich gleich gestanden habe, dass nicht ich das war. Aber ich habe zwei sehr sympathische Herren hier stehen. Und nehmen wir doch mal zusammen, Fuchs und Hase Camper und die Camper-Manufaktur Berlin, genau. Auf der ACC 2021 in Uhu. Wir werden schon fotografiert. Es gibt ein Making-of. Ihr habt interessante Konzepte. Wer bist du, darf ich dich fragen? Ja, ich bin Randy Tauner, ich bin der Gründer von Camper-Manufaktur Berlin. Sehr cool. Und du hast jetzt kein eigenes Mikro, aber wir dürfen ja mit unseren Masken und wissen, ja, haben ja alle TÜV. Ich rede einfach ein bisschen genau, wir kommen ein bisschen näher zusammenkommen. Jetzt ist ja quasi bei euch auch eine Familie, dann passt das wieder. Ja. Ich bin Felix von Fuchs und Hase Camper. Wir sind Vermieter in Berlin. Schon mal ein Riesenlob. Ich gehe mal gleich von euch weg. Ich bin ja nicht so der auf den Menschen draufhalter. Finde ich schon mal cool, weil wenn ich euch im Stau vor mir stehen sehen würde, dann würde mir das sofort in den Kopf schießen, im Gegensatz zu Womo rennt. Ja. Oder so. Dann haben wir alles richtig gemacht, sehr gut. Man muss heute eine Marke sein, das ist so. Und ihr seht ja auch noch Marke aus. Und das, was ihr gebaut habt, ich habe es mir schon angeguckt gestern, ist ja wirklich cool. Schön. Wo fangen wir an? Zeigt den Zuschauern, was ihr habt. Fangen wir bei dem Kleinen an heute. Und der Felix wird dann den Großen präsentieren danach. Prima. Das gibt es natürlich dann im zweiten Teil. Wir machen heute zwei schöne Videos mit euch und wir fangen an. Und das nächste Video seht ihr morgen um 14 Uhr. Also dranbleiben ist logisch. Vorne, hinten, wo ja, willst du? Ich sage ganz kurz was zum Fahrzeug. Ja. Peugeot Boxer, 5,40 Meter lang, also L2H2. Und wir zeigen mal hier bei dem Konzept, was auf kleinsten Raum so möglich ist. Weil wer sich nicht auskennt, das ist ungefähr so groß oder so lang wie ein VW mit langem Radstand. Also ja, schon ein recht kleines Auto. Und was wir jetzt sehen werden, ist, dass wir hier Bett, Dusche, Toilette, Sitzgruppe, alles in diesem Fahrzeug unterkriegen, inklusive Küche und Außenküche. Ich fange einfach mal hier an. Vielleicht, wenn wir schon draußen stehen, bei dem Küchenmodell zu erwähnen ist, dass wir Möbelmodule anbieten. Der Kunde kann bei uns frei entscheiden, welche Module er nimmt und wie er die zusammenstellt. Hier ist es mal ein Beispiel von zwei Küchenmodulen. Zeige ich gleich was dazu. Das erste Modul haben wir eine Spüle. Hier mit Einlagebrett, Schneidbrett kann man auch tatsächlich benutzen. Genau, hochwertige Armatur und dann den Außenbereich. Den Tisch kann man ausklappen, Schublade drunter für den Gaskocher, um dann wirklich draußen zu kochen, weil ich persönlich und unsere Kunden auch verbringen die meiste Zeit draußen und deswegen muss da ein Angebot sein und das haben wir versucht zu realisieren. Absolut perfekt. Ich auch das ganze Jahr, ich lebe im Wohnmobil, ich koche, wenn es geht, vor der Tür, genau. Auch im Winter, wenn es schneit. Erstens mache ich den Geruch nicht im Auto, ja. Versaust du dir bloß alles, musst dann dreimal putzen. Genau. Das ist so auch mein Plätzchen, ja, ja. Auch mit so einem Fell. Ich liebe diese Felle. Ich habe ja das immer über dem Auto sitzt, da brauchst du keine Sitzheizung mehr. Das ja, klimatisiert super. Sogar im Sommer super. Den Popo. Super. Und sieht immer gut aus. Ja. Und sieht immer gut aus, ja. Genau. Genau. Wir haben hier auch extra noch eine Möglichkeit gemacht, den Tisch zu erweitern, damit man auch mal bei einer schnellen Rast den Platz hat, um sich hier ranzusetzen und zu essen. Da muss ja man also nicht jedes Mal auspacken, den Campingtisch, ja, wenn man dann doch mal irgendwie nur kurz stoppt. Das ist aber ganz praktisch, weil ihr habt nämlich auch schöne Unterlagen, auch die Homepage und so weiter. Also das sagt alles aus, Build and Share Your Dream Camper. Genau. Dazu kann ich gerne noch mal was zwischen einschieben. Wir haben ein Konzept, wo wir sagen, ein Kunde kann bei uns ein Fahrzeug mitbringen. Das kann auch ein anderer Typ von Fahrzeug sein, also zum Beispiel ein Mercedes Sprinter. Dann haben wir die Möglichkeit, wenn es über uns läuft, das Auto zu besorgen, zu finanzieren. Und dann haben wir unseren Partner Fuchs und Hase mit Felix, die das Auto für den Kunden vermieten und dadurch so ein Payback generieren, mhm, und das Fahrzeug damit einfach kostengünstiger für den Kunden machen. Genau. Ja. Das ist so ein bisschen das, was wir hier gerade gesehen haben. Ja, nee, prima. Also mich spricht das schon mal an. Ich bin ja auch so der Biomensch geworden. Ich muss ehrlich sagen, ich gehörte früher zur Wegwerfgesellschaft. Ja. Aber seit ich Dauercamper bin, bin ich fast schon spießig geworden. Ja. Aber nicht so spießig, wie es sich das der Normalverbraucher vorstellt. Aber ich gucke immer hier meinen Müll kleiner machen und ja, alles ein bisschen nachdenken. Wir sollten eben auch immer absolut nachdenken. Apropos nachdenken, wir versuchen hier auch so ökologische Materialien umzusetzen. Ich stehe jetzt gerade auf dem Korkfußboden. Der ist, ja. Den kann man in verschiedenen Farben durchfärben. Man kann ihn aber auch mit einem Print haben in Holzoptik. Also das Schöne ist, dass es nicht nur ökologisch ist, sondern dass es auch noch dämmt. Und das heißt, wenn ich da mit nackten Füßen draufstehe, fühlt sich das sehr angenehm an. Ja, das ist sehr wichtig.
Auch hier sehen wir jetzt, wir arbeiten mit Holz. In dem Fall ist es Vollholz im Multiplex Birke. Schön, wir haben eine Bambus-Arbeitsplatte, die sehr robust ist. Ja, die Haptik macht sie auch aus. Genau, man kann jetzt hier auch den Tisch erweitern, weil wir wollen viel Platz zum Kochen haben. Und jetzt kann man das Ganze eben, wie man es braucht, hier der Herd aufklappen. In dem Fall haben wir mal einen Spirituskocher verbaut. Im anderen Fahrzeug sehen wir dann auch einen fest eingebauten Gasherd. Ich bin immer so Minimalist. Ich sag so, was ich. Ja. Ich baue lieber das ein, was man braucht und nicht immer das volle Paket. Aber ihr könntet auch, Zwischenfrage erlaubt, jetzt auch, wenn es der Kunde will, durch Lithium-Ionen hat sich viel getan mit Wechselrichter, mit Volumen von Energiespeichern. Ja. Im Grunde auch komplett elektrisch bauen, wenn das möchte und bezahlen will. Genau, wir hatten jetzt kürzlich eine Kunde, da haben wir ein Doppelinduktionsfeld eingebaut mit der Lithium-Batterie. Hat kein Problem. Passt auch hier rein. Ist selbstverständlich, aber ich spreche es mal an. Wir haben ja doch viele Neuinteressenten immer noch auf dem Markt, die in die Freiheit wollen. Und Freiheit, sage ich mal, fängt ja gar nicht beim Auto an, sondern im Kopf. Also ich kann auch in Wannsee stehen und Freiheit genießen. Oder in Charlottenburg oder hier am Messeparkplatz. So sieht's aus. Das ist so. Jetzt zeige ich mal das Highlight unseres Fahrzeugs, weil das ist eigentlich das Duschmodul. Das ist eigentlich ein Duschmodul, was 4 in 1 hat. Und da komme ich gleich mal zu dem ersten. Das ist unser Hängeschrank. Ja, das heißt, ich kann hier auch theoretisch meinen Anzug reinhängen oder meine Jacke. Auch schön mit diesen Lüftungsschlitzen, den ich es jetzt mag. Das ist fast eine Beleidigung dafür, aber es ist ein optisches Highlight. Optisches Highlight und man kann auch von außen Dinge einhängen. Das sehen wir dann gleich, wenn wir von hinten reinschauen. Und das macht die ganze Sache natürlich leichter, weil viele werden sich jetzt fragen, wiegt das nicht zu viel? Nein, es wiegt nicht zu viel, sonst hätte man das nicht als Wohnmobil zulassen können. Ja. Wir haben jetzt hier ungefähr ein Fahrzeuggewicht von 3 Tonnen. Wir haben also noch 500 Kilo Zuladung. Ja, das reicht. Wir haben jetzt hier, und jetzt kommen wir zu dem Highlight auch, wir haben hier einen Kleiderschrank drin. Das heißt, ich kann hier meine Sachen reinlegen. Ja. Und die meisten Kunden, die jetzt hier reinkommen, sagen mal, ja, wo ist denn jetzt die Dusche? Die ist genau dahinter. Ich weiß es. Ja, du weißt schon Bescheid. Und das heißt, wir drehen hier auf und man sieht, der Schrank, der ist innenliegend. Und wenn ich das jetzt weiter aufdrehe, sieht man unser Duschmodul. Genau, das ist, das ist 65 auf 65. Also ich wusste, dass sie kommt, aber ich wusste nicht, dass sie so cool wird. Ja. Und wenn du dann mal reingehst, siehst du unten links auch die Trenntoilette. Die kann man rausziehen und dann hat man auch noch eine Toilette. Das ist schön, dass du gleich auf das Thema kommst, weil das Toilettenthema ein Riesenthema ist derzeit. Auch da ist eben die Nachhaltigkeit und die Einfachheit und das Biologische ein wichtiges Thema. Ob Trenntoilette mit Mixer oder ohne, es gibt ja diverse Sachen. Es gibt auch dieses Klesana-Konzept mittlerweile, das haben wir auf der Messe kennengelernt in Düsseldorf, wo man dann in Tüten eingeschweißt wird oder dasjenige, oder wie nennt man das jetzt? Lass mal das Scheißthema. Ich weiß Bescheid, Oder weiß Bescheid. Also es gibt diverse Alternativen, aber bitte keine Chemie mehr nehmen, Leute. Und nicht in Waldkippen. Ich denke auch, ist unsere Philosophie. Und alle, die das wirklich mal, ich verstehe die Berührungsängste, aber wir haben auch bei uns Mitarbeiter, die wohnen im LKW. Die haben nichts anderes und das ist ganz sauber, geruchsfrei. Also da muss man keine Angst haben. Perfekt. Was ich noch sehe, ich muss ja immer was dazwischen quatschen. Dafür bin ich bekannt. Manche sagen immer, lass doch dem mal ausreden. Die sind cool gemacht. Ja, diese kleinen Lichter. Genau, wir versuchen hier so ein bisschen optische Highlights reinzubringen. Wir haben im Prinzip einen Hauptschalter hier. Das heißt, was ich mir immer denke, wenn ich das Fahrzeug verlasse, möchte ich da hinten nicht mein Licht ausmachen. Ja. Also habe ich hier die Möglichkeit, mit einem Schalter alles auszumachen. Ja. Ja, und wenn ich das Fahrzeug verlasse und es ist nachts und ich sehe gar nichts, habe ich zumindest hier... Und muss nicht erst drinnen irgendwo im Dunkeln und ich sehe auch, wo der Schalter ist. Ja, genau. Und hier oben habe ich jetzt nochmal natürlich einzeln die Möglichkeit, die Hängeschränke zu und abzuschalten. Da hat einer nachgedacht, das sieht man. Ja, ja. Genau. Das Gleiche haben wir auch selber haben wir auch bei der Dusche, ne? Da haben wir auch den Schalter oben. Genau, habe ich gesehen. Genau. Ja, dann gehen wir doch mal, würde ich sagen, nach hinten. Ja, das komplett angesagtes Thema, die Hexitzgruppe. Übrigens, ich habe es gerade angesprochen, eine schöne Folierung habt ihr drauf mit den 45, das betont ist. Ich hätte ihn gar nicht so geschätzt. Auch coole Felgen drunter. Ja, also, schön. Da haben wir mit Ramto zusammengearbeitet. Die haben uns die Felgen jetzt hier gestellt. Kann ich nur empfehlen. Ich filme da immer mal drüber, weil ich ganz genau weiß, dass ich es vergesse. Und dann sagen die Herrschaften, ja, und jetzt frag doch mal nach dem Preis. Das geht natürlich immer von bis je nach Ausstattung und so weiter. Das ist von bis. Der fängt hier ab fertig, Neufahrzeug, ab 69 an. Und jetzt, so wie hier steht, ist er bei 80 mit allem, was er drin hat, inklusive Solar, inklusive Warmwasser, Standheizung natürlich und noch ein paar andere Highlights. Das Fahrrad ist dann noch nicht dabei. Das ist leider noch nicht dabei. Nochmal dazu. Ja. Das wäre auch mein Ding jetzt. Genau, das ist... Fahrradträger ist auch tatsächlich mein Ding. Okay. Ja, so, das ist aber noch nicht mein Ding. Ja, also wir unterhalten uns über unser Ding da nochmal. Genau. Nein, Quatsch. Ja, hier sehen wir, wir haben versucht auch mal zu zeigen, dass Camping auch mit Ambiente verbunden sein kann.
Und stark. Was wir hier haben, ist tatsächlich die Hexitz-Gruppe, ja, die ich tatsächlich lieben gelernt habe, weil die in so einem kleinen Fahrzeug natürlich eine Menge Platz bietet. Ah, sieht man jetzt, wir können theoretisch 4 Personen hier, ja, unterbringen. Ja, ja. Wir haben hier einen exzentrischen gelagerten Tisch. Das heißt, den kann ich auch in verschiedene Positionen bringen, nach vorne, nach hinten. Ah, ja, 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 ja. Und jetzt vielleicht auch nochmal, wenn ich den nach vorne bringe und da würde jetzt jemand sitzen, kann sich auch, und das finde ich ganz schön, wir haben das nämlich in 2 Segmente unterteilt und ich deute es jetzt nur mal an, ich baue ja, nicht ja, das ganze ganz Bett, in Ruhe. Ja, ja. Aber wenn ich das jetzt hier rausziehe, ja, ja, das kann ich jetzt auf beiden Seiten machen. Wird schon logisch. Dann wird schon logisch. Ne? Dann wird daraus A und U, ich habe natürlich ein Kissen dabei, ja, ich fahre meistens so, weil ich auch noch Stauraum dadurch habe. Ja. Und dann habe ich das als U und ich kann natürlich auch, einer kann sich lang machen, Buch lesen, ja, ja, und der eben andere sitzt vorne und was auch immer er tut, ob er nur arbeitet oder was ist. Mal mit Längsbetten wird es da immer eng, das muss man ganz klar sagen. In einem 45er, auch in einem 6 Meter mit Längsbetten haben sich auch Volumenhersteller probiert an diesem Thema. Das, irgendwas leidet dann immer, Dusche, Bad, Küche, egal. Genau. Aber das ist einfach hier perfekt, wenn du nicht unbedingt 2 Meter groß bist wie ich. Jetzt sind wir bei dem Thema Bett, weil jetzt habe ich erzählt, wie man hier schön sitzen kann. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich das zusammenziehe, habe ich theoretisch einen Querschläfer, der ist 1,40 x 1,84 in der breitesten Breite. Ja. Ich kann aber hier die Wand noch ausstellen, was wir bei dem Fahrzeug nicht gemacht haben, dann komme ich auf 1,90. Und jetzt haben wir eben aber auch, und das ist das Highlight unserer beiden Fahrzeuge oder unseres Konzeptes, wir haben auch einen Längsschläfer. Und jetzt wird sich vielleicht der Kunde fragen, wie? Indem ich den Tisch nehme und den vorne zwischen die Möbel hänge. Und dann komme ich hier... Stimmt! Genau. Du hast ja den Luft. Und dann komme ich hier auf 1,90. Ja. Ja. Und das ist, denke ich, schon ordentlich. Auch für dich vielleicht noch ein Stück zu klein. Aber ich muss ja sagen, auch ich da. Embryonal, ja, auch da besteht die Möglichkeit. Wir reden ja hier vom 45er Fahrzeug. Ja, wenn wir jetzt mal eine Stufe größer gehen, dann können wir natürlich den Tisch auch 60 cm breit machen und dann kommen wir langsam in Richtung 2 Meter. Also wir sind da flexibel. Genau. Schön gemacht. Und jetzt erkenne ich auch den Effekt dieser. Wie nennt ihr die Wand? Das ist eine gute Frage, die hat gar keinen Namen. Wir machen jetzt, liebe Zuschauer, wie würdet ihr dieses, das ist ja keine Wand mit Löchern, sondern wir brauchen jetzt einen schönen, coolen, ja, Namen bitte, für diese Wand. Bitte. Die Interaktion bringt oft die witzigsten Sachen. Ihr guckt immer in die Kommentare rein, weil das ist ja für euch auch interessant. Ja. Und Likes wollen wir natürlich auch sehen. Habe ich immer eins dazwischen. Mit Holzfarben und Tönen und Polster, das seid ihr wahrscheinlich ziemlich flexibel aufgestellt durch absolut Manufakturqualität. Absolut. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wie wir mit viel Holz arbeiten. Man kann natürlich auch die Hölzer beizen. Wir haben auch andere Öle, das ist jetzt mal ein ja, Öl. Klar. Wir haben auch weiße Öle, um das ein bisschen weißer zu machen. Also da können wir schon auf Kundenwünsche eingehen. Von der Isolierung her, was ist hinterm Holz? Das fragen immer viele Zuschauer, die sagen, genau, macht die Armaflex. Ja, wir machen tatsächlich Armaflex. Wir haben aber noch eine spezielle Kombination. Das sieht man hier auf den Türen hinten. Mhm. Wir haben nämlich einen Sprühkork hier dran. Und ich glaube, da sind wir jetzt so die Ersten in Deutschland, die das machen. Das ist tatsächlich ein ökologisches Dämmmaterial, also Kork. Habe ich schon mal was gesehen. Gesprüht drin, mit einem Kompressor und Kleber. Ja. Und das Schöne ist, wir können auch noch, oder der Kunde kann die Farbe bestimmen. Ja. Wir haben also von hellgrau über weiß über schwarz haben wir alles. Und das ist natürlich schön. Und wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob du das mal den Zuschauern vermitteln magst, wenn du die Außenbleche anfährst. Gerne. Wir haben hier drin, glaube ich, 21, 22 Grad. Vielleicht sind es auch nur 20. Ja, ja, wir ja, haben, ja. Es ist warm. Und du fährst mal dann das Innenblech an, dann wirst du merken mit der Hand, das ist ein deutlicher Unterschied. Das ist doch, also, und das muss man sich mal bei 5 Grad Außentemperatur vorstellen. Ne, fass mal aufs Korn. Wir haben ja eine richtige Glaubwürdigkeit. Ich hole mir bloß noch mal einen Kontrast von der Haptik hier, damit ich meine Kalibrierung vornehmen kann quasi. Ja, ja. Und dann mal außen vielleicht anfassen, dann merkst du schon... Ja, absolut, da reichen auch 5 Grad gar nicht. Weil die meisten dämmen ja nur die Außenbleche, ja, das eben machen wir auch, aber wir haben jetzt auch noch die Innenbleche gedämmt. Und das ist nicht nur auf den Türen, wir haben das im Fahrzeug ringsherum. Und es schwitzt da nichts. Genau, das weil ist, nichts reinkommt. Das ist super. Und das wird das kann auch nicht angreifen. Wenn er Fragen zu hat, kann gerne uns ansprechen, weil da kommen ja, jetzt ja viele Fragen. Na, wie ist denn das und woher kommt das? Das? Und, ne? Aber gerade wir beantworten gerne alles. Wenn du schön Fahrzeug hat, ich weise in jedem Video darauf hin, bitte lüftet, 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 ja, weil eben durch und so weiter. Ja. Das Schlimmste, was es gibt, der Feind jedes Wohnmobils ist die Feuchtigkeit. Liegt aber immer am User. Sorry, Leute, ist so. Über die Jahre merkst du es. Stoßlüften nach dem Duschen, raus mit der Feuchtigkeit, ja, weil auf dem engen Raum verursacht das bleibende Schäden. Ja, ja, und ihr seht, was mit bleibenden Schäden passieren kann. Deswegen sind wir auch recht penibel bei dem Thema Isolation. Und, ja. Vielleicht noch mal ganz kurz, viele fragen sich vielleicht, ja, schönes Bett, aber wo ist denn hier der Stauraum? Weil wir haben tatsächlich hier noch Stauraum links und rechts. Oh, wir haben hier den Wassertank. Mhm. Ich habe jetzt mal exemplarisch da mein Stand-Up-Hatte drin. Ja. Und da geht es echt wahr? Ja, ja, da ist noch Platz. Du kommst über die Länge nach hinten. Außendusche? Und Außendusche haben wir auch. Dann haben wir auf der anderen Seite im Prinzip das gleiche Spiel. Wir haben jetzt hier gerade Strom dran, deswegen nicht wundern. Ich habe da noch meinen Campingtisch drin, die Stühle. Also es ist noch ausreichend ja, Platz. Für 45, liebe Leute, müssen wir gucken. Genau. Und wie man schon sieht, Wechselrichter ist drin. Ja, ja. Das gehört auch alles bei uns eigentlich zur Grundausstattung. Ja, wir haben hier auch eine relativ große Schublade.
wo du auch einfach mit deinen Boxen hier irgendwie schön rein kannst. Genau. Hier ist auch mal gezeigt. Jetzt fragt sich vielleicht jemand, warum ist die kürzer? Ganz einfach, weil unter dem Bett ist die Standheizung und der Warmwasserboiler. Ah, ja, wir haben 5 Liter Warmwasserboiler, den wir sowohl elektrisch als auch über die Abwärme der Standheizung betreiben können. Auch nicht schlecht, dann kriegst du hier fast eine Fußbodenheizung hin, oder? Cool. Das stimmt. Richtig cool. Es duftet auch gut. Wir merken das heute trotz Masken. Entschuldigt die Masken. Klar, wir haben die Regeln und deswegen haben wir die auf. Aber dich kann ja nichts entstellen. Also von dem her. Nee, alles gut. Dich auch nicht. Das war, weißt du, warum ich hinter der Kamera bin? Ja. Ein paar Running Gags muss man raushalten. Genau. Die Leute können es eh nicht mehr hören bei mir. Ja. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, die indirekte Beleuchtung oben an der Decke, die ist auch dimmbar. Das heißt, man kann sich dann abends das so richtig kuschelig machen, so wie man das gerne möchte. Das ist eine schöne Sache. Ich spreche immer ungern von einem Konzept, weil ein Konzept ist immer das, was man plant. Und das, was dann da steht, ist ja eigentlich kein Konzept mehr. Man plant zwar immer weiter und man verändert sich, aber das ist eine schöne, und ich habe es in den Kamerabildern auch gesehen, harmonische, ausgewogene Geschichte. Und ich glaube, die wissen wirklich, was sie tun hier bei der Kemper Manufaktur. Ja, das freut mich. Das ist cool. Danke dir. Der nächste Besuch, den machen wir dann mal bei euch hier auf dem Kaffee. Vielleicht gibt es ja was zu zeigen. Aber das ist wirklich toll. Und ihr habt auch einen netten Stand. Ihr habt sogar einen DJ da. Der kommt noch, ja. Aber wir haben die Möglichkeit. Wir dachten, wir machen mal hier ein bisschen Musik. Ja, wir haben sie jetzt mal runtergedreht für unser Video. Wir machen nachher, kommen wir mal die Turntables an. Ja, dann machen wir das Bier in Berlin. Auch, Und das sieht man ja auch so ein bisschen die Möbelvariante. Ja, danke, dass du das nochmal zeigst. Wir haben tatsächlich verschiedene Möbel. Wir haben mal hier ein paar ausgestellt. Bleibt nur, alles gut. Wir sind prima aufgestellt hier. Wir haben zum Beispiel jetzt hier ähnliche Küchen gerade mal ausgestellt. Mhm. Aber die unterscheiden sich schon, weil nämlich wir haben einmal die Möglichkeit, eine Kühlbox reinzumachen. Also die Küche haben wir gerade gesehen. Sie sind nicht drauf, machen Sie nur weiter. Ich bin nur im Detail. Genau. Will ich bei der Küche zum Beispiel hätte man die Möglichkeit, stirnseitig einen Kühlschrank reinzubringen. Der ist jetzt nicht dabei. Frigo oder wie aber, auch immer. Ja, und dann haben wir Duschmodule, wir haben 3 Bettmodule. Also es lohnt sich mal, auf unsere Website mal zu schauen. Das machen wir. Liebe Leute, also kommentieren, liken und kommt nach Berlin, bis Sonntagabend ist die Messe. Es wird ja heute aktuell rausgeblasen. Wir zeichnen das jetzt ungefähr 3 Stunden vor der Ausstrahlung auf, ganz hier so professionell. Ich versuche mal professionell zu sein. Und nette Geschichte. Ja. Und wenn wir schon beim Thema Timing sind, wir hätten sogar gerade 2 Fahrzeuge, die wir kurzfristig ausbauen können, weil immer wieder die Frage kommt, da muss ich 2023 jetzt kommen oder bitte, kann danke. Ich kurzfristig guter Hinweis. Kommen? Also Leute, ran an die Tasten, wenn ihr einen Camper, was sagt man jetzt da in der Abstimmung, je nach dem Aufwand, wie es der Kunde haben will, das Fahrzeug, aber so zwischen 4 und 6 Monate? Richtig, ist eine gute Zeit. Um den Dreh, oder? Genau so. 3 bis 6 Monate, sagen wir, kriegen wir ein Auto hin. Sehr sympathisch. Danke dir. Ich bin der Lobhudler der Nation in der Campingwelt und Respekt, eine gute Zeit. Danke dir. Ich glaube, ihr habt alle Chancen, hier Vollgas zu geben. Das ist echt tolle Ware, die ihr hier stehen habt. Schön. Das hört sich jetzt fast immer so blöd an, tolle Ware. Nee, aber am Ende ist es Ware. Ja. Weißt du, ja, nicht nur das, aber auch, dass du toll sagst, ist ja immer so, man arbeitet in seinem Kellerchen und am Ende freut man sich über mal ein Feedback von anderen. Ja, muss er. Und ihr man dreht sich ja immer in seinem eigenen Kreis. Genau. Deswegen, wir haben ein schönes Feedback bekommen schon. Ich freue uns auf die nächsten Tage. Ich tue ja seit gestern immer wieder durch die Hallen und bei euch ist echt immer was los. Das ist schön. Respekt. Also, angesagt. Und morgen geht's weiter mit Fuchs und Hase und das Video machen wir jetzt gleich danach. Super geil. Wunderbar. Danke dir. Bis dann. Und ihr kennt den Tobi, der sucht sich immer ein lustiges Motiv. Und die Hallendecke hatte ich gestern schon. Komm, wir hören am Lagerfeuer auf. Das passt so schön dazu. Dann machen wir noch meine letzte Einstellung. Und irgendwann höre ich danach auf. Macht's gut, bleibt gesund und kommt gut über die Tage.